Hallo Leute, da ist wieder der Stefan von Outdoor Chiemgau. Mich erreichen in letzter Zeit ganz viele Anfragen per E-Mail, per Kommentare. Ist es denn nicht eigentlich auch möglich, dass die Corona-Krise jetzt einen Blackout verursacht? Hochinteressante Frage, und ich habe jetzt da recherchiert und ich muss diese Frage tatsächlich mit einem Ja beantworten. Warum dem so ist, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist und was man dagegen tut, das erfahrt ihr in dem Video. Wenn euch das interessiert, bleibt einfach dran. Ich brauche da eben 2000 Watt. Fangen wir doch mal an. Warum könnte denn jetzt eine Pandemie tatsächlich zu einem Blackout führen? Was müsste da passieren? Wer meine Videos kennt, der weiß, das Netz muss im Gleichgewicht gehalten werden, das müssen in 50 Hertz, die müssen halten, also diese Netzfrequenz, kennt ihr ja. Sonst empfehle ich nochmal die Videos Blackout, Basics 1 und 2, da habe ich das alles nochmal kurz erklärt. Ich möchte euch jetzt ein aktuelles Beispiel sagen, am 13.03.2020 um 11 Uhr hatten wir 41 Gigawatt Wind und 17 Gigawatt Photovoltaik. Das heißt miteinander 49 Gigawatt allein aus diesen zwei erneuerbaren Energien. Wir haben also an diesem Tag viel zu viel erzeugt. Das ist in diesem Jahr durch die ganzen Stürme, durch das, dass dann der Wind so hoch geschossen ist, gigantisch oft schon passiert. Also für im Verhältnis. Ich habe es jetzt selber, ich schaue nicht jeden Tag rein, aber ich habe es 4 oder 5 Mal schon erlebt. Und bei 19,5 ist Zapfenstreich. Weil da können wir nichts mehr ins Ausland schicken. Mehr geht nicht. Also das heißt, so weit entfernt ist das Ganze gar nicht. Einige Stunden später, am nächsten Tag um 6 Uhr morgen als Beispiel, hat man nur noch 3 Gigawatt Wind anstatt 41. Und wir hatten dann um 6 Uhr morgens aus Photovoltaik noch so gut wie gar nichts. Sprich, aus 59 Gigawatt sind plötzlich 3 Gigawatt geworden. 56 Gigawatt weniger. Wir haben also zu dem Zeitpunkt 37,6 Gigawatt produziert, haben aber 46 Gigawatt gebraucht. Also mussten wir jetzt aus dem Ausland zurückholen 8,5 Gigawatt. Das Ausland macht mit uns momentan ganz schön was mit. Vielen Dank hier an die Österreicher an dieser Stelle, die uns hier, also das ist so der Hauptpartner, die uns hier aus der Bredouille holen. Man kann es nicht anders sagen. So, jetzt braucht man natürlich, um diese Netzfrequenz stabil zu halten, braucht es absolutes Fachpersonal, die sich mit dem Thema richtig beschäftigen. Ich gebe euch mal einen guten Tipp. Ich gebe euch unten einen Link zur Seite von Herbert Saurock, das ist ja der österreichische Blackout-Papst, wenn man so schön sagt. Und der hat das mal schön zusammengefasst. Du brauchst Leitwarte, du brauchst Leit für den Kraftwerksbetrieb, für die Wartung, für den Stromhandel etc. Und wenn dafür jetzt durch die Pandemie zu viele krank werden würden, oder vielleicht daheim Angehörige pflegen müssen oder vielleicht sogar sterben würden, dann hätten wir vielleicht ein Problem, weil alle 2 Stunden muss manuell ins Netz eingegriffen werden mittlerweile, jeden Tag. Das ist Wahnsinn. Und wenn eben diese Gegenmaßnahmen unterlassen bleiben, dann geht die Netzfrequenz zu tief oder zu hoch runter und was da passiert, wisst ihr, dann kann es bis zu einem Blackout gehen. Es gibt also laut Herbert 43 Leitwarten und das Problem ist dieses Fachpersonal. Fachpersonal kostet immer viel Geld, also hat man da nur so wenig wie möglich, weil kostet ja alles Geld und kosten will ja halt keiner mehr. Nur wenn davon natürlich ein Teil ausfällt, könnte es eng werden. Es geht aber noch weiter beim Personal. Wir haben ja auch Kraftwerksbetreiber und auch die brauchen richtiges Fachpersonal, die sich mit dem Thema auskennen. Stellt euch mal vor, AKW wird die Putzfrau betreiben. Wird nicht funktionieren, sondern da brauchst du hochqualifiziertes Fachpersonal. Und da kann natürlich das Gleiche passieren. Und wenn da zu wenig da haben, müsste ich im Extremfall das Kraftwerk ausschalten. Und jedes Kraftwerk, was ausgeschaltet wird, ja, reduziert natürlich die Stromerzeugung logischerweise. Die haben also jetzt auch schon, die haben einen Pandemiebetrieb, das heißt, die machen dann beispielsweise 2 Schichten, a 12 Stunden und diese beiden Schichten sehen sich gar nicht mehr, sodass nicht die eine Schicht die andere anstecken könnte, sodass wenn in der einen Schicht mehrere krank werden würden, müsste halt die andere Schicht rund um die Uhr arbeiten und die haben sogar die Möglichkeit, sich bis zu 14 Tage dort einzusperren, sage ich jetzt mal, mit Vorräte, mit allem drum und dran, dort schlafen und sonstiges. Und wie gesagt, das
passiert? Teilweise schon. Also ob sie sich eingesperrt haben, weiß ich noch nicht. Aber zumindest diese zwei Gruppen, die ersten Pandemiepläne, laufen bereits. Ich habe dazu ein bisschen recherchiert und ich habe euch schon mal den Bundestagsbericht zum Modi-SARS, wo es also einen SARS-Virus-Modellversion hergenommen, daher Modi-SARS, der aber ganz viele Eigenschaften aufweist, die unser jetziges Corona-CoV-2 auch hat. Und ich schreibe einen schönen Satz ein. Der Betrieb kritischer Infrastrukturen ist an vielen Stellen auf hochqualifiziertes und spezialisiertes Personal angewiesen, dessen Ausfall weitreichende Folgen haben könnte, zum Beispiel im Bereich der Steuerung von Übertragungsnetzen, in der Flugsicherung und so weiter. Und Versorgungsausfälle oder Engpässe könnten bundesrelevante Ausmaße mit sich bringen. So haben es die beschrieben. Mir geht sogar noch einen Schritt weiter. Es ist auch so, ein Kohlekraftwerk braucht Kohle. Als Beispiel mal. Es könnte aber auch die Lieferschwierigkeiten geben hier, weil vielleicht die Lastwagenfahrer krank waren, die diese Kohle transportieren, weil vielleicht die Kumpels krank waren, die Kohle überhaupt erst mal schürfen, oder wie man das sagt. Und auch hierzu gibt es dann in dem Bericht einen schönen Artikel zum Thema Logistik. Ausfälle an einzelnen Punkten innerhalb der Lieferketten multiplizieren sich aufgrund der komplexen Interdependenzen. Ja, das ist ein schweres Wort. Personalausfälle führen hier deshalb mitunter zu erheblichen Einschränkungen bzw. zu Unterbrechen von Lieferketten. Dies hat entsprechende Auswirkungen auf Produktionsprozesse und andere Infrastruktursektoren. Also das trifft auch, blödes Beispiel, Klopapier. Wir hätten vielleicht genug, aber wir haben momentan nicht die Lastwagenfahrer, das so schnell zu den Geschäften zu transportieren, damit auch jeder sein Klopapier kriegt. Die Massen, die er plötzlich braucht. Früher hat ein Backerl für ewige Zeit gelangt, jetzt muss man plötzlich 10 Backerl haben für das Gleiche. Naja, was natürlich klar ist, gewisse Transportkapazitäten werden dann zum Transport von Gütern und mit besonderer Priorität, also Lebensmittel, Energieträger, haben dann natürlich Vorrang. Kommen wir zum nächsten Punkt. Ersatzteile. Woher kommen denn die meisten unserer Ersatzteile mittlerweile? Genau, aus China. Da ist aber jetzt fast 3 Monate nichts mehr produziert worden. Und das heißt, es könnte jetzt sein, es ist ein kleines Bauteil, das 5 Euro kostet, kaputt. Und dadurch geht eine ganze Maschine nicht mehr. Ihr kennt das alle, ihr fahrt das Auto, im Benziner ist eine Zündkerze drin. Wenn die Zündkerze defekt ist und ihr würdet kein Ersatzteil dafür kriegen, könnt ihr ein 100.000 Euro Auto haben, es fährt dann schlichtweg nicht mehr. Wegen einem Bauteil, das 5 Euro oder 10 Euro kostet, je nachdem. Das muss man sich mal überlegen. Und auch hier haben wir natürlich das Problem, dass hier Lieferungen aus China ausstehen. Außerdem muss dieses Gerät ja jemand warten oder die Zündkerze einbauen oder was auch immer. Das heißt, auch hier brauchen wir spezielle Techniker, die auf diese Maschinen ausgebildet sind. Und da gibt es auch nicht so viele. Das heißt, wenn diese Techniker krank werden würden, hätten wir das gleiche Problem. Und wenn einer Maschine nicht mehr reparieren kann oder nicht mehr warten kann, haben wir einen Ausfall. Weiterer Punkt, der Wirtschaftseinbruch, den wir derzeit sehen, und der ist ja nicht ohne, habt ihr ja in den Börsen schon mitgekriegt, was wir da schon Verluste gemacht haben, das kommt ja nicht von ungefähr. Wir verbrauchen jetzt schon weniger Strom als normalerweise. In Österreich fehlen bereits 10%, also werden 10% weniger Strom verbraucht, weil halt viele Firmen geschlossen haben oder in Kurzarbeit sind. So, wir haben aber noch das erneuerbare Energiengesetz und das heißt, wir müssen bevorzugt den Strom aus erneuerbaren Energien abnehmen. Und wenn es dann so ist, dass wir so riesige Überproduktionen haben, wie ich vorher gezeigt habe, ja, dann kann es natürlich genauso sein. Eine Überproduktion verursacht das gleiche Problem wie eine Unterproduktion. Beides kann zum Blackout führen. Darf man nicht unterschätzen. Nächster Punkt. Der Strompreis fällt natürlich massiv. Angebot und Nachfrage. Kennt jeder von uns. Momentan Klopapier wird richtig teuer. Paracetamol wird richtig teuer, weil es einfach so viel nachgefragt wird. Und das zweite Problem ist halt das, jetzt fällt der Strompreis und die ganzen normalen Kraftwerke, da die EEGs ja bevorzugt werden, können nichts mehr produzieren. Und was machst du, wenn du eine Firma hast, die Verluste macht? Genau, die machen wir dicht. Logisch.
der einzige Grund, warum eine Firma existiert, ist, um Gewinne zu machen. Wenn ihr nicht mehr da habt, macht man es halt einfach dicht. Das ist halt nun mal so. Überall. Ja, und das Problem ist halt das, es fehlen auch jetzt schon dann diese schweren Generatoren, die wiegen ja hunderte von Tonnen. Und ich habe euch das schon mal erklärt mit den Energiespitzen, wenn dann so eine Spitze daherkommt, könnt ihr euch das vorstellen wie eine Welle am Strand, da ist dann der große Stein, da kommt die Welle so daher und dann ist die geglättet. Wenn aber der Stein fehlt, dann könnten deswegen Sicherungen fliegen und auch das könnte unser Netz gefährden. Also im Endeffekt, das, was ich euch vorher gesagt habe für 2023, könnt ihr uns jetzt bereits treffen. Weil im AKWs und große Kraftwerke, Kohlekraftwerke etc. momentan ziemlich runtergefahren werden. Ja, und damit haben wir eine erhöhte Blackout-Gefahr. Ist so. So, nach der Krise ist die Wirtschaft vermutlich relativ am Boden. Das heißt, es werden ganz viele arbeitslos sein. Und vielleicht kann sich der eine oder andere den Strom dann gar nicht mehr leisten. Oder viele Firmen sind dicht, es wird gar nicht mehr so viel Strom benötigt. Vielleicht haben ein paar Zuliefererfirmen oder Kraftwerke dann pleite gegangen aus dem ganzen Grund. Wäre möglich. Das heißt, die Steuer- und Stromeinnahmen brechen dann zusammen. Wer weiß, ob es dann das EEG noch weiterführen können, wie auch immer. Also ich gehe jetzt mal ganz vom Worst-Worst-Worst-Szenario aus. Das muss nicht so kommen. Ich glaube nicht, dass es so kommt. Ich will euch ja nur sagen, welche Möglichkeiten bestehen würden. Und ja, also wenn ich alles zusammenfasse, die ganzen Punkte, Personal, Zulieferer, Techniker, Wirtschaft, dann ja, die Corona-Pandemie könnte einen Blackout auslösen. Die Gefahr ist da. Sie ist jetzt noch nicht massiv, aber desto länger das Ganze dauert, desto massiver wird das Ganze. Und darum müssen wir schauen, dass wir das so schnell als möglich beenden. Und ich sage es euch nochmal, Leute, werdet jetzt zum Helden, indem ihr daheim auf der Couch faul rumliegt. Und damit könnt ihr vielleicht 10 Menschenleben retten. Also macht das. Gut, das war's wieder von mir. Wenn ihr noch Fragen zu dem Thema habt, ab in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Noch mehr über Abo, falls noch nicht passiert. Und ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Stefan von Outdoor Kimber. Bis zum nächsten Video. Pfiat euch.